Er ist eine Art Lieblingsgast, kann man sagen. Wir schätzen ihn sehr. Er ist ein so netter Mensch und ein so toller Comedian. Und jetzt ist er auch noch Musikant. Er hat eine Platte gemacht, da werden wir später auch drüber reden. Er ist zum zweiten Mal oder zum dritten Mal oder auch zum vierten Mal bei uns. Wir wissen es nicht mehr genau. Hier ist der Wunderbare. Bitte? Es kann nicht oft genug sein. Es kann nicht oft genug sein, wenn ich sage, hier ist Bülent Ceylan. Getränke. Oh ja, jetzt habe ich vor Freude vergessen. Hier nimmt... ah. Was trinkst du? Apfelschorle, oder? Natürlich Apfelschorle. Wir eimern ja jetzt. Du weißt, wie die Apfelschorle entstanden ist. Ich gehe automatisch in Bayerische. Muss ich noch auftreten? Was ist Bayerisch, glaubst du? Für mich bist du schier, habe ich gelernt. Er auch ganz schwarf, Herrgott, Sakrament, Kruzifix, alter Klumpferett. Dann gibt es im Niederbayern gibt's das Wort Futlapperl. Und dann gibt es, das kennt er auch, gell? Das ja, ist, das wollen wir nicht vertiefen. Nee, aber buchstäblich. Aber weißt du, dass ich da verarscht, verarscht bin ich worden? Weil das war, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt hier, gell? Ich glaube auch, ja. Aber erzähl es nur mal, die Leute vergessen schnell. Ja, schnell. Sie vergessen schnell und konsequent. Dann habe ich gesagt, welches Wort sollte man kennen? Und da war eine Frau gesessen, so wunderschön, mit einer Brille, so Lehrerin-Style. Dann wird die doch was Gescheites sagen. Und dann hat sie gesagt, Futlapperl. Und ich hab gedacht, das heißt Fußmatte. Ja, ja, heißt ja auch auf der Art. Ja. Es ist, also ihr wisst auch nicht alle, gell? Sie wissen es, aber sie schämen sich. Sie schämen sich, dass du so unanständig... Wenn der Türk schon mehr Deutsch kann als ihr, dann gute Nacht. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Deutschland. Dankeschön. Sagt mein Vater auch immer. Gute Nacht, Deutschland. Ist das was mit dem Geschlechtsteil zu tun? Ja. Ja. Ein weibliches? Ja. Ich sag mal so. Ach so, eine Schamlippe. Jürgen von der Lippe. Das ist der Deckname. Das Codewort. Bitte wir aufhören. Was soll ich jetzt noch sagen? Hier. Nein, wir haben. Schamlippe. Hey, dass wir so anfangen, habe ich nicht gedacht. Aber naja, ich habe es auch nicht gedacht. Aber es ist nach 22 Uhr. Ja, aber wir warten eh drauf, dass die Sendung mal absetzen. Ist doch heute ein guter Tag. genau richtig. Da haben es. Da haben es beim BR schon andere für weniger rausgeschmissen. So, Bülent, ach, es ist so schön, dass du wieder da bist. Ich muss ganz ehrlich sagen, du schaust hervorragend aus. Du hast dich überhaupt nicht zum Negativen verändert. Im Gegenteil, jetzt hast du sogar... Weißt du, wie alt ich bin jetzt? Ja, ja, du bist 75er Jahrgang. Das heißt, 76. Echt? Das heißt, du wirst nicht 50 heuer. Nee. Eben nicht. 48 und nichts getürkt. Also es ist nur hier die Haare ein bisschen gefärbt. Sind gefärbt, oder? Ein bisschen, ja. Sonst würde ich so aussehen, also jetzt, nee. Hallo! What the fuck? Aber kurz, mal ein kurzes Thema. Wie färbst du? Färbst du selber oder gehst nee, du zum... wenn ich selber farbe, nee, das ist schwer. Wie geht das? Wie macht das jemand das, dann? Das macht jemand halt. Ne? Ja? Ah, ja. Es gibt doch sowas wie Friseurin oder Friseur. Keine kennst Ahnung. Du kennst es ja gar nicht mehr. Doch, ich gehe leidenschaftlich gern zum Friseur. Nee, weil bei dir machen sie fup, fup. Hallo? Na wirklich, gern. Gehst du eigentlich dann zum Türken? Ja. Nee, ich geh zu arabischen, männlichen, ja, arabischen Friseur. Das. Die können dann... Die können auch so mit Feuer ins Ohr. Ja, aber weißt du, ja, das ist ganz schlimm mit dem Feuer im Ohr. Aber weißt du, was die immer wollen bei mir? Die wollen hier immer den Bart gerad machen. Die wollen immer alles gerad machen so. Ja, ja. Und das hasse ich. Ich will ja nicht ausschauen wie ein Autoverkäufer. Ach so. Nein, ich schätze sehr den Beruf des Autoverkäufers. Um Gottes Willen. Aber weißt du, was ich meine? Ich oder weiß, so ein illegaler Autoverkäufer. Ah ja. Der so auf dem Parkplatz zu dir kommt und ich nehme Auto. Also Albaner. Nee, ja. Das ist so geil. Ich merke das immer, wenn du so Witze machst, so ein bisschen, wo man sagt, oh, das könnte jetzt, wenn es jetzt einer so wie jetzt einer von euch sagen will, so ein richtig Deutscher, so ein Bio-Deutscher, dann heißt, oh, Rassist, bei mir immer noch Multikulti. Aber ich denke, es ist doch ganz klar, man muss, ich weiß nicht, wie es bei dir geht in der Show, man muss manchmal auf jedes Wort achten, aber das legt mir am Arsch, dass ich bin so, wie ich bin und jeder weiß, dass ich schon seit Ewigkeiten gegen Rassismus kämpfe. Also, ja, das ist doch überhaupt nicht die Frage. Meine ja. Damen und Herren, den wahren Alterungsprozess erkennt man vor allen Dingen am Futlapperl. Aber bevor wir darüber weiter sprechen, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir einen kleinen Abriss von Bülent Ceylans bisherigem Leben bisher vorbereitet haben. Oh, so ist es.
Bülent Ceylan wird 1975 als Sohn Mannheims und seiner deutsch-türkischen Eltern geboren. Papa Ahmet glaubt sein Leben lang, dass er 1958 der erste Türke in Deutschland war. Sicher ist aber nur, dass er der Vater des Künstlers ist, der als erster Comedian die Hauptbühne des berühmten Metal-Festivals Wacken Open Air kapern wird. Aber Bubblenet, Caroline Textmaschine, erstmal wird der kleine Bülent wegen seiner Korthose und seines generellen Andersseins in der Schule gemobbt. Zumindest so lang, bis er sein Talent als Stimmenimitator und Entertainer entdeckt. Ab da reicht ein "Produzier mich nicht" und schon sind alle Animositäten und Sorgen beseitigt. Sein Politikstudium hängt Bülent bald an den Nagel und serviert nur noch Döner for One. 2009 füllt er das erste Mal die SAP-Arena in Mannheim und gewinnt im Laufe der nächsten Jahre alle Preise, bekommt den Verdienstorden Baden-Württembergs verliehen, ist auf dem Traumschiff beim Masked Singer und in den Herzen seiner vier Kinder. Und in den Herzen von Hunderten von anderen kleinen Menschen, die er mit seiner Stiftung unterstützt. Kinder sind für ihn nämlich das Wichtigste. Ich liebe Menschen, sagt er, und wir lieben ihn. Du bist Bruder, du großartiger Bülent Ceylan. So schaut's aus. Dankeschön. Das war mal toll. Und lass uns noch mal. Lass uns einsteigen da in Mannheim, wo du geboren bist. Ja, Monnem. Monnem. Was waren deine, weißt du, was deine erste Parodie war? Also wen hast du als erstes nachgemacht? Boris Becker. Boris Becker. Kannst du noch? Super. Ich finde es auch babsüß. Das war damals so die Gags, ne? Das war als in der Schule, ich glaube in der 11. Klasse damals. Das war damals total in, Boris Becker zu imitieren. Da hat er auch anders gelacht. Ja? Er lacht jetzt nicht mehr so viel, aber da, also, nee. Nee, aber damals hat er wirklich so, super, der Ringel, Stetter, super. Aber der kommt, aus Leimen kommt ja, er. Ja eben, der ist bei dir ums Eck. Also Steffi Graf war ja auch, aber die hat besser gesprochen. Und Helmut Kohl habe ich damals auch gemacht. Das war damals im Radio, wenn die Leute gewusst hätten, dass da so ein Getürkter das macht. Die haben ja immer gedacht, es wäre so ein Hans Mayer, der so ein Helmut Kohl macht. Aber ich habe damals, hallo, ich bin der Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl. Hallo, Ringelstädter. Ja, super. Das war damals total cool und das habe ich auf dem Schulfest, auf dem Abiball gemacht. Und da war der Text auch egal, die Lehrer und alle haben es ausgerastet. Das wussten wir gar nicht, weil ich war immer sehr zurückhaltend. Warst du? Ja, ja. Du warst gar kein Klassenclown? Nee, ich war nicht der Klassenclown. Ich war tatsächlich, ich habe ja, wie gesagt, auf meinem Album habe ich ja ernsthaft auch, nicht nur mit Augenzwinkern. Und da ist zum Beispiel auch ein Lied, das heißt Klopf, Klopf. Das ist sozusagen ein Lied gegen Mobbing. Und das ist das, was ich auch erlebt habe. Also es ist wirklich wahr. Und deswegen habe ich auch in meinem Buch irgendwann mal geschrieben, dass man, wie schwer das war, und versuchen natürlich die jungen Leute zu animieren, dass sie um Hilfe rufen, weil oft will man das ja nicht, vor allem wenn du ein Junge bist, dann so, denkst du, ah, so Muttersöhnchen und so, ne, schreit gleich nach Hilfe, aber das, ich finde, es ist, keiner hat das Recht, irgendjemanden zu mobben, und es ist ganz wichtig, dass man um Hilfe ruft, man ist kein Schwächling oder kein Weichei, weil es ist schwer, da rauszukommen, und ich finde, so eine Scheiße darf einfach in Schulen vor allem auch nicht passieren, da muss man sofort dran gehen. Glaubst du, dass ich habe ja mein eigenes Leben betreffend die Theorie, dass der Humor eine totale Strategie ist, um praktisch nicht in diese Opferrolle zu geraten, wie du es gerade gesagt hast. Also wenn man relativ früh über Humor verfügt, dann wie jetzt bei dir auch. Das war meine, ja, das war sozusagen auch, was heißt Liebeswaffe, aber das war, man war ja nicht so, ist ja so, die Mädels lachen halt schneller. Ja, ja, also ich bin mir 100% sicher, die Männer lachen erst, also unbewusst, wenn die merken, oh, meine Frau lacht, jetzt lache ich auch. Ja, ja. Aber das liegt vielleicht daran, dass die Frau den Witz früher verstanden hat. Ja, nicht ganz unrecht, leider. Das stimmt. Aber manchmal ist es auch ein Gentleman. Ich merke es immer beim Publikum, wenn ich merke, irgendein Witz ist jetzt so was, wo die Männer sagen, genau, er spricht mir aus der Seele, aber scheiße, meine Frau reagiert nicht, weil wenn ich jetzt falsch stehe, deswegen sage ich immer zu den Männern, wenn euch irgendwas gefällt, wo ihr sagt, oh, aber ich habe jetzt meine Frau, dann schreibt euch den Witz auf und lacht später auf Toilette. Weil, das könnte der Tod sein.
Wann hast du dann gemerkt, dass du damit wirklich auf die Bühne gehen willst? Ja, jetzt sind 26 Jahre. Das ist Wahnsinn, gell? 26 Jahre? Da ist mir auf, dass wir uns schon 20 Jahre kennen. Ja, wir kennen das so lange. Das ist so krass. Schon. Wir kennen schon 20 Jahre, haben wir im Quatsch Comedy Club gespielt. Stimmt. Ja. Ach Gott. Vor 20 Jahren. Du saßt da auch schon so. Du hast dich auch nicht verändert. Du saßt jetzt. Also, warte, ist das ein Kompliment? Nee, aber, dann ist ja, aber geblieben ist ja auch gut. Ich habe jetzt halt schönere Kleidungsstücke. Nee. Aber drunter ist leider immer noch das Gleiche. Stimmt. Denke ich mir so. Aber auch irgendwie, man muss ja mit sich klarkommen. Es hilft ja nichts. Nee, aber also ich mobb mich selber aber nicht. Hat dich denn jemand schon mal gelobt in der Sendung? Wie? Ich finde die Sendung saugeil und du als Typ, natürlich auch hier, das ist ein geiles Zusammenspiel, aber die Sendung, weil du gesagt hast, von Absetzen, es war Spaß, war Spaß. Ja, ja. Aber ich finde das eine geile Sendung, ihr macht das richtig geil. Ich muss es einmal als Kollege... Oh. Wirklich. Danke. Super. Gleich ganz verlegen bin ich da. Und das ist auch wichtig, das Danke anzunehmen, sage ich immer, weil ich merke immer in Deutschland, wenn du jemanden lobst, entweder heißt er, ah, der Schleimer oder irgendwas, ah, ne, ja, ist gut, jetzt nicht so. Aber das ist so wichtig, das Danke auch anzunehmen. Ja, du merkst das manchmal, wenn du willst, dann was loswerden und die Leute sagen, nein, und dann stehst du mit einem Danke da, nimmst das Danke mit nach Hause und denkst, ah, scheiße. Weißt du, wann bist du das letzte Mal gelobt worden, Bülent? Heute bin ich, also, wenn ich manchmal auf Instagram oder so Sachen lese und wenn man, ist ja nicht so, dass ich nicht auch lese. Also, schöner Satz. Aber wenn manche Fans dann schreiben, liest du das überhaupt? Und ich lese dann doch einiges und das ist sehr schön, wenn manche so schreiben, ey, mach weiter auch mit der Musik und mit dies und das, das hat mich sehr berührt. Oder so, da muss ich sagen, oder du hast mich wieder zum Lachen gebracht, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Ich merke das immer wieder, wie dankbar die Leute sind, obwohl das eigentlich selbstverständlich sein soll, ne? Ja. Wenn dass du auf die Bühne gehst und sagst, hey Leute, gleich am Anfang dieser Show, hier darf jeder sitzen. Ob du Jude bist, Moslem oder Christ, hier herrscht Liebe und kein Hass. Und ich bin dafür da, um euch ein bisschen von dieser schlimmen Welt mal abzulenken und trotzdem nach vorne ein bisschen zu blicken. Und die Leute, merkst du richtig, eigentlich muss man das ja gar nicht sagen, aber du merkst, wie viele dann auch zu mir dann manchmal auch entweder schreiben oder sagen, hey, danke, dass du sagst, weil du stehst in der Öffentlichkeit oder so, wie ihr es auch tut. Ja. Wir müssen uns gegen diese Scheiße von Diktatoren oder von Rechtsextremen, müssen wir einfach den Mund aufmachen, weil ich habe ja 4 Kinder, ihr habt es ja vorhin angekündigt, ich will nicht von meinen Kindern eines Tages hören, Papa, warum hast du eigentlich nie was gesagt? So, und das, ja, natürlich, wenn du irgendeine Haltung hast, dann hast du auch Feinde. Ne? Aber lest du das Schlechte auch? Das ist das Schlimme. Du hast 1000 geile Argumente, so, weißt du, und dann wartest du fast schon drauf, bis einer schlecht ist, und den nimmst du mit ins Bett. Also nicht den Typ, aber doch. Ich nehme ihn mit ins Bett. Du nimmst ihn auch mit. Ja, ich nehme ihn ins Bett und bestrafe ihn dann im Bett. Der war gut. Aber, ja, also mit dieser ganzen Internet-Show... Mit Johannes. Nee, Entschuldigung. Aber heißt Johannes. Foodlapper. Jetzt hör auf! Mit dieser Internet-Sache und Beleidigerei, das ist das eine. Aber weißt du, was man... Ich habe die coolste Beleidigung habe ich auch analog erfahren mal. Echt? Ich war in München am Hauptbahnhof und dann kommt einer auf mich zu und ich denke mir so, jetzt kommt der Fan und der lobt mich jetzt. Und dann kommt er auf mich zu und sagt, wie steht der... Was er da schon immer mal sagen wollte, für dich bist du ein Riesenarschloch. Alter, geil! Ist doch, was du schon immer gemacht hast, also immer wenn ich bei deinen Live-Shows war, war es so, dass der Anfang ging meistens los mit so einer Metal-Nummer. Du kamst raus, hast die Haare aufgemacht und dann erstmal geheadbanged und gemoscht. Und da hätte man sich eigentlich damals schon denken können, oder über die Jahrzehnte, wo du es gemacht hast, irgendwann wird der Tag kommen, da wird der Bülent uns überraschen mit einem Heavy Metal oder Hard Rock oder zumindest Musikalbum. Warum hast du so lange gewartet? Weil jetzt hast du ja eins gemacht. Ich wollte diesen 27 Club umgehen. weil die Musiker alle... Ey. Wenn du weißt ja... Ja, klar. 27 Kurt Cobain, ja, genau, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Sind alle durchgedreht. Und ich dachte, jetzt könnten die ja meine Kinder sein. Also das heißt, ich bin jetzt drüber hinweg.
Also ich habe ja noch nie, nee, ich weiß nicht, ich kann ja nicht sagen, das ist ein bisschen das Schubladendenken. Du bist halt, ich bin mit Comedy, habe ich, das lag halt auch immer in mir drin und das liebe ich, das liebe ja Menschen auch zum Lachen zu bringen. Aber das hat sich halt durchgesetzt. Und in Deutschland ist es so, der ist jetzt Comedian, so, fertig. So, und, oder der ist jetzt Schauspieler. Und jetzt, ach, jetzt singt er auch noch. Okay, jetzt singt er, weil er bekannt ist, singt er auch noch ein Lied. So wie die Fußballer dann auch in Frohte Freunde und so. Und dann dachte ich aber, ich will aber nicht so ein Klamauk. Also meistens erwartet von meinem Comedian, dass er dann einen sehr witzigen Song macht oder so. Ne? Und ich wollte halt schon ein Album machen, klar, wo du auch Augenzwinkern hast. Aber hey, wenn Peter Maffay mit dir ein Duett singt, da kann es kein Klamauk sein. Und deswegen, das war für mich echt der Ritterschlag auf dem Album, singt wirklich Peter Maffay mit mir ein Lied gegen Rassismus, das heißt Anders gleich. Und das war für mich dann schon so ein Ritterschlag, weil er sagt, hey, mein Freund, was willst du machen? Und dann wirklich so redet er, wirklich so. Hast du parodiert vor Ort? Nee, das mache ich nicht. Aber ich war in Gelsenkirchen mit ihm und er wollte, dass ich erst so ein bisschen Stand-up mache. Er bleibt aber stehen auf der Bühne mit der Band. Und es waren so 8000 Open Air und dann, dass ich noch mit ihm zwei Lieder singe. Aber ich sage, okay, das machen wir, haben super verstanden. Und dann habe ich so Stand-up gemacht und vorher haben die Leute zu mir gesagt, auch so, aber man sagt nichts über seine Größe oder so. Ja. Und das juckt natürlich, ne? Ja, ja, klar. Und dann habe ich aber dadurch, dass ich auch Roland Kaiser kenne, ja, der auch nicht groß ist. Der auch genauso. Ich weiß. War vielleicht früher mal, weiß ich, aber er war, ist auf jeden Fall, aber ein lieber Kerl, habe ja auch mit dem... Super Kerl. Etwas so. Und dann sage ich, hier, Roland Kaiser macht so eine Nummer, der ist ja gar nicht so groß und so, ne? Und in dem Moment, Publikum lacht, und in dem Moment sehe ich, wie der Peter, weil ich über Rolands Größe mich lustig mache, lacht auch Peter auf der Bühne. Und dann sage ich so, da lacht sogar der Peter. Weißt du, so. Und dann war ja der Witz, aber ja, Gott sei Dank, ich glaube, wenn er jemanden mag, dann kannst du auch Witze über... Also er hat wirklich Humor. Also das ist auch sowas, das ist so ein Gerücht, wo es so rumgeht, das stimmt überhaupt nicht. Also wir haben schon so gut gelacht teilweise. Das Geile ist seine Augen, die verschwinden so fast. Aber wenn er so richtig lacht, dann kann er nicht mehr. Aber das ist... Ich finde das so... Mein. Du hast, was ich total mag bei dir, ist, dass du so gar keine Berührungsängste hast. Und zwar in keine Richtung. Wie gesagt, du warst auf Wacken als erster Comedian. Du machst mit Schlagersängern irgendwelche Sachen. Roland Kaiser jetzt ganz aktuell. Santa Maria in Rockversion. Weißt du, ob's echt jetzt? Ja, ja. Also er singt in seiner Version natürlich. Ja. Also ich habe gesagt, besser du singst so, wie immer singst. Ja. Und weil es ist sein Ding, so wie er singt. Es wäre krass, wenn der jetzt auf einmal crowen würde. So, das wäre eine kranke Nummer. Ne, aber ne, und dann habe ich gesagt, ich mache das und du machst das und das kam aber so geil an. Die Leute haben echt Zugabe geschrieben alles. Also jetzt muss man auch gucken. Aber es kommt Santa Maria. In Rockversion, ja. Jetzt wollen es die Leute natürlich sehen, ja, natürlich. Aber ihr seid ja auch öffentlich-rechtlich. Ja, ja. Da geht ja so nicht. Mach mal. Nee. Aber du kannst doch das, oder? Du hast gerade schon angesprochen, Crone. Ich habe das jetzt vor kurzem erst gelernt, dass das so heißt, Crone. Ja, Crowling. Das ist ja eine Crawling oder. Das ist ja eine Technik. Ja. Das ist so, dass wenn man ich so zum Beispiel Ringe Heavy Metal. Das ist so. Aber das geht dann auch. Das ist so krass. Und dann Santa Maria, Roland Ringelstädter. Geht aber auch grad, oder das war aber, anders. Du kannst das aber war die 30er-Jahre-Version. Warte nochmal. Das geht auch, ja. 5,5 Oktaven. Mach nochmal. Tatsächlich. Jetzt wünsche ich mir, dass gerade jemand... Dass gerade jemand umschaltet. Sie suchen ein Tier. Hier ist ein Turkey. Kacke Nummer, ehrlich. Wo hast du das? Sie jetzt einschalten, denken, was ist da? Gibt's da, ist da, habe ich Tonprobleme gerade? Wo hast du das gelernt? Hast du das gelernt oder hast du das selber? Das, wenn man parodieren kann, dann kann man ja, mit ich habe schon immer, ich weiß nicht, war nicht so schlimm für mich, das Growlen. Aber natürlich, klar, wenn ich jetzt nur zwei, ich habe ja auch, wie gesagt, auf meinem Album nicht nur dieses, weil das ist, glaube ich, so 2-3 Stunden am Stück ist dann schon ein bisschen heavy.
Ich habe auch Balladen, weil auch, jetzt komme ich wieder auf Peter Maffay, jetzt wird zu mir gesagt, mein Freund, du brauchst auch Balladen. Und deswegen habe ich auch Balladen, tatsächlich. Aber ich kann, also meine Mutter liebt ja eher, natürlich, meine Mama liebt ja Roland Kaiser und die mag natürlich eher so das Schöne, wenn ich dann so schön singe. Ja. Ja, klar. Weil wenn, immer wenn ich so abgehe, das sagt sie, oh, das ist schon so Energie, aber sie denkt dann immer, ich hätte was im Hals. Ja, ja. Ja, aber es ist tatsächlich stimmt nichts. Ja auch auf Ort. Ja, insofern, ja. Hast du, gehst du damit jetzt auf Tour eigentlich, also mit Band? Ja. Und am 20. April gehe ich erstmal so Versuchsstädte so hier und dort mal. Bist du aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregter als wenn ich jetzt, ja gut, weil als Comedian weiß ich ja schon so, ne, bin auf mich selber fixiert, aber jetzt hast du die Band und für mich ja das Schlimmste immer, der Einsatz. Ich, ja, ja, der Einsatz. Der kommt immer überraschend, der Einsatz. Weißt du? Timing. Ja. Ich komme halt aus 1, 2, 3, 4, da kenne ich mich aus. Wir machen die Hüpp-di-di. Aber geile Musiker, ey, die Band muss man auch mal loben. Ne? Ich ja, auch yeah. Die Band. Bitte.